So, liebe Freunde, da sind wir schon wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 18 Karriere. Und wir gucken jetzt mal hier über die Wunschliste, ob wir da den Spielern ein Angebot machen können. Ah. This looks even better. 1,6 Millionen. Okay, was hat er nochmal? Oh. Ja, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich das irgendwie abbrechen? Nee. Spielertausch. Nee, Transfersumme anbieten. Wir machen mal was total lächerliches. Hier, komm. 300.000. Wie der uns einfach sitzen lässt. Können wir jetzt nochmal? Nee. Ja gut, wir wollen ihn ja sowieso nicht. Aber ich fände ihn ziemlich interessant. Sogar noch fast interessanter als den Götze. Deshalb, Kauf vorschlagen. 1,8 Millionen. Laie vorschlagen. Warum nicht? Der Fall, wenn wir diesen Spieler nicht verkaufen, wir können direkt mit ihm verhandeln und wir werden seinen Freigabesumme von 1,8 Millionen bezahlen. Wie viel Transferbudget haben wir denn? Eigene Angebote. Wo sehe ich denn, was für ein Transferbudget wir haben? Oh, hier bei Büro, ne? Transferbudget 3, okay. Können wir sagen, hier, Digga, beobachtet immer noch ein bisschen, oder? Ach komm, leck mich doch. Zack. Wir ziehen die Kaufdings hier. Das ist ein super Talent. Ich glaube, der könnte sich ganz gut bei uns einfriedeln. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, mein Agent und ich können es nicht erwarten. Die Kondition meines Wechsels hat es auch so mit Ihnen zu besprechen. Ich freue mich auf die Chance, für Sie spielen zu dürfen. Und ich hoffe, dass die Verhandlungen reibungslos verlaufen. Da dies für mich eine wichtige Entscheidung ist, sollten wir die Verhandlungen bald durchführen. Andernfalls bin ich nicht mehr an Ihnen interessiert. Ja, klar. Muss ich da auf ihn zugehen oder wie ist das? Ich mache gerade ein bisschen Training. Allen hat übrigens auch noch unentschieden gespielt. Das ist ziemlich gut. So. Wunderbärchen. Und wir spielen jetzt gegen Preußen Münster. Da wird auch kein einfaches Spiel, ne? Ich habe gerade gesehen, die Kickers sind tatsächlich auf Platz 4. Habe ich gerade gesehen. Das heißt, so schlecht sind die eigentlich gar nicht. Naja, trotzdem. Trotzdem ziemlich ärgerlich, ne? Kann der Wannewetsch, ne? Kann der eigentlich auch woanders so spielen? Nee. Wer ist da heute einer fit hier von denen? Nee. Oh Mann. Ja, wir lassen Benjamin von Anfang an ran. Bei Ada Issa hat das Tor gemacht, ne? Na egal. Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Steven Seagal, ist egal, ist egal. Seagal! Warte, was passiert eigentlich, wenn wir da drauf zurennen? Warte mal, das war die letzten Male immer ziemlich lustig. Warte. Okay, komm. Wir starten durch im Spiel gegen Preußen Münster. Im Union Park Stadium oder im Union Park Stadion. Wenn man es richtig deutsch ausdrücken will. 111 Jahre gibt sie schon. Und die haben auch keinen Trikotsponsor, oder was? Doch. Nur nicht auf dem Torwarttrikot. So, komm hier. Offensiver Überraschungsfußball. Das wollen wir haben. Zack. Owusu. Fair. Gibt sogar noch einen Eckball. Geil. Boom. Nochmal verlängert. Boah. Bischof kriegt den nicht mehr. Ne. Mankovic. Nein. Abgefälscht. Komm, wir machen mal kurz hier. Flanke kommt fast gut. Boah. Der geht sogar fast ins Tor rein, WTF.
WTF, was war das denn für Chance? Okay, komm. Wir rudern wieder ein bisschen zurück. Henning. Oh. Ich dachte, Henning probiert es mal richtig, aber. Irgendwie hat er manchmal einen Kolbenstecker im Hintern. Bats. Und Owusu. Oh, stark gemacht von Owusu. Jetzt wird er da wieder nur festgehalten. Nein! Ja, das Ding. Also hier ist Owusu wirklich ein guter Spieler. Aber auf jeden Fall in der Mitte. Auf den Außen geht gar nicht. Also ich komme mit dem auf den Außen überhaupt nicht klar. Na, Foulspiel. Von Henning. Du Henning, hör mal, das fände ich jetzt nicht gut. Da hättest du aber auch noch lösen können, ne? Vielleicht sogar messen. Na, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schuss kommt! Alter. Der war abgefälscht. Mann. Dass die NPCs für gute Longshots drauf haben dieses Jahr, das ist echt abnormal. Oh. Was war das denn? Wow. Zack. Bin ja wieder so, macht man Zweikämpfe. Henning, hoher Ball auf Owusu, der kommt an. Was bin der wieder? Wie kann man den nicht reinmachen? Ich fang gleich an zu heulen. Ich fang gleich an zu heulen. Schön. Das mit einfach mal runter auf Fair passen und dann durchgehen ist auch nicht mehr, ne? Ich glaube, die Gegner haben sich darauf eingestellt, dass der Fair ein ganz stille ist. Das ist ein ganz stille. Zack, super. Und da muss der Pass einfach besser kommen, Dude. Also Vanewetsch, wenn du da vorne wirklich auf der 10 bleiben willst, dann hätte der Pass aber gerade eben viel besser kommen müssen. Oh, Bischof. Was erlaube Bischof. Schön. Benjamina. Komm. Pff. Zweikampf gedrückt, verdammt. Scheiße. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich da dran komme. Ehrlich gesagt, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass wir da hinkommen, ne? Kim und Korn, aber. Holt aus. Henning. Und das ist bam, bam, bam und so. Das ist schlecht. Das ist einer für Bischof. Das ist einer für Bischof! Schade. Aber hier, Fighting Bischof, Alter. Der ist richtig am Drippen, Alter. Was ist Drippen? Ich hab keine Ahnung. Am Drop the Dime. Drop the Dime. 619. Connecting. Ich hab mich mit Holthaus voll verschätzt gerade. Torwart, bitte. Danke. Schöner hoher Ball auf Owusu. Ja, Foulspiel. Ah, ist okay. Alle gut. Na du. Rankovic. Und das ist Benjamina. Der muss sich da halt auch irgendwie mal durchsetzen. Also. Hä? Ey, was? Lol? Oh, Holthaus verschätzt sich da wieder ein bisschen. Möglichkeit, Grimaldi. Oh, Bischof, Vorsicht. Schön. Oh, geiles Ding. Aber der ist zu weit vorgelegt. Oh, ihr Schweine. Schön. Fair. Der ist aber auch nicht drin im Moment, ne? Der ist überhaupt nicht im Game. Da letztes Spiel schon irgendwie war der total.
Wie abgemeldet? Wie abgemeldet einfach? Keine Ahnung. Zack. Fair. Das sah jetzt mal gut aus. Benjamina. Schönes Ding. Das ist doch blockieren, Mann. Das ist ein Foul, ganz einfach. Es ist einfach ein Freistoß. Es ist ja kein Elfmeter und gar nichts. Es ist einfach nur ein Freistoß. Aber er hat die Hand rausgetan. Den Körpereinsatz sage ich überhaupt nichts, aber das war einfach ein fucking Foul, weil er die Hand rausgetan hat. Weil die Hand im Spiel ist, ist es ein Foul. Fertig. Bam. Schön dazwischen gegangen. Und im Mittelfeld ist keiner da, der da hilft. Was ist das? Junge, Junge, Junge. Mein Gott. Schönes Ding. Das muss halt eigentlich... Ja, der Konter her, aber Alter, ganz ehrlich, Benjamina, du schnackst mir hier ein von wegen, oh, ich bin super in Form, ich bin echt geiler Macke. Und dann verlierst du da jeden fucking Ball. Schön. Guck dir das an! Halbzeit, Ada Israel. Zisch, ich sag dir. Ich schwör. Das ist nicht mehr feierlich, was Benjamin da momentan abliefert da vorne. Das ist sorry, aber... Weil wir werden es noch mal ein bisschen probieren. Eine Halbzeit oder was? Oh, ich spiele aber auch einen Grützenkäse momentan hier. Ist ja gar nichts. Was denn? Ball gespielt! Lauch. Witzfreistoß. Wie gesagt, der CPU hat die Longshots richtig gut drauf dieses Jahr. Da muss man echt aufpassen. 0 zu 0 zur Pause. Ich denke, angesichts der Spielanteile und Co. kann man da schon fast zufrieden mit sein. Wobei wir jetzt so geil hätten kontern können gerade. Ja. Ist ja, ne? Ist ja, macht nichts. Eieiei. Naja. We are continue giving our bestes. We are the best. Zack. Klasse dazwischen gegangen, Benjamina. Endlich mal. Und fair. Und fair. Zack. Wo kommt der denn auf einmal her? Der war doch eben auch noch nicht da. Mann. Es sind so viele Räume auch so, weißt du? Wir hatten eigentlich die ganze Zeit, war das immer, dass wir doch alle ziemlich kompakt standen bei Hansa Rostock. Aber mittlerweile, der Gegner, der kriegt ja so viele Einladungen hier. Stark von Holthaus. Sehr, sehr gut. Hier, das ist Standfußball, das ist nix. Nein, das war nicht gut. Das war falsch getimed. Und der ist nicht gut. Sauber. Müssen wir uns halt über die Schnelligkeit von ihm hier probieren. Und die hat er. Die nimmt ihm keiner. Bam! Schön! Benjamina! 1 zu 0. Boah, das war ein schönes Tor. Das Tor gehört zwar zu 90% fair, weil der mit seiner Schnelligkeit wieder alle hinter sich gelassen hat. Aber hier, Benjamina, guck mal hier. Schön im richtigen Moment den Pass gespielt, in die Schnittstelle angenommen. Gar nicht lang geguckt, gar nicht lang überlegt. Einfach. Bam. So, genau so. Ja, jetzt ja, eine Insel. Nee, aber genau so muss das laufen. Genau so. Geiler Schinken, Alter. Was? Nee, ist ja egal. Aber gut, so muss das. Schön, Bischof ist dazwischen, Torwart ran. Schönes Ding, sauber. Und Holthaus. Mit Tempo.
Das war dumm. Ich hätte den annehmen müssen. Und einfach schön mit RB Fuß auf den Ball. Fertig. Grimaldi ist schnell. Schneller als Nado. Ups. Ja, moin. So. Bischof. Was war das Shit von dir? Kein Foul. Ein bisschen alleine gelassen da vorne, aber er macht's gut. Super gemacht. Oh, schön. Super gemacht von Benjamina. Der kommt an. Wo bleibt denn nicht stehen? Wieso slidet er denn ins Aus wie so ein Eishockeyspieler? Warum macht er das? Ich verstehe nicht. Ich nichts verstehen. Scheiße, ey. Holthaus. Dem sein Stellungsspiel ist einfach top. Kannst sagen, was du willst. Schön dazwischen gegangen von Vanevic. Bams. Ist schon wieder zu weit. Ja, da kommt er jetzt diesmal nicht dran. Ja, Matthias Sommer, kritisch. Wenn man ihn kennt. Bischof. Herr Schaf an der nächsten Gelben vorbei. Der Dude. Achtung. Schön. Oh mein Gott, Owusu. Was für ein Idiot. Oh. Ich kann überlegen, ob ich Owusu raushole, aber hier. Warum? Warum? Ich drück nach vorne. Wo spielt er ihn hin? Er will ihn irgendwo seitlich hinspielen. Ja, wenn Grimaldi so ein Ding kriegt. Ja, macht er ihn natürlich auch. Du bist doch so ein Opfer, Schiri, ey, ganz ehrlich. So ein richtiger Spaten. So einer, mit dem man nicht am Tisch sitzen will, weißt du? Und wollen wir einen saufen gehen? Ja, aber wenn der am Tisch sitzt, gehe ich nicht mit hin. So einer ist das. Und Owusu lädt den Gegner hier ein. Ich krieg's kotzen, echt. Na gut, der hat auch viele Tore schon geschossen diese Saison, ganz klar. Oh! Oh! Benjamina! Ey! Schön, das war ganz stark, das war ganz stark. Was gibt es? Das nur. Das geht aber nicht rot jetzt, oder? Nee. Komm, Owusu. Mach deinen Fehler wieder gut. Ein Powerschuss? Komm, Powerschuss. Probier was. Schade. Na komm. Edel Joker, Baby. Der muss jetzt zündeln. Hä? Nein. Nicht Zimmer. Und vorne bringen wir noch FSF rein. Komm. Probieren wir es nicht. Sehen, was daraus wird. Ich kann nicht mehr wie scheitern. Ich kann nicht mehr wie scheitern. Mehr Meshes probieren hin. Ein bisschen auf der Offensive raus. Komm dran, Digga. Ja, nice. Schönes Ding. Auf Fair. Von Adais. Fair. Fair, das kann nicht sein. Naja, der gute alte Abschluss, ne? Es ist nicht seine Stärke. Na, der kommt nochmal. Kommt er nicht. War abseits, war abseits, war abseits. Alles gut. Das könnte mal eine lustige Schlussphase geben hier. Ein bisschen aufbrausend. Schön. Nice. Eben. Das ist jetzt auch mal gelb für den Typen. Fass mich nicht an, Digga. Fass mich nicht an. Nochmal Owusu. Haben wir noch jemand anderen mit ein bisschen Effe? Ich
komm. Mann, ja, ich das Problem ist, ich bin's nicht gewohnt mit solchen, ja, ich will jetzt nicht sagen, schlechteren Spielern, aber mit solchen Spielern hier Freistöße zu schießen. Ich kann das mittlerweile mit meinem Pro zum Beispiel ganz gut, oder von mir aus auch mit einem Ronaldo oder mit einem anderen guten Spieler, über 80, aber mit so Low-Spielern, sag ich jetzt mal, kann ich das nicht einschätzen. Irgendwie bin ich da discreet ihn. Auf jeden Fall hat er den jetzt wenigstens mal gelb da gekriegt. Weil war jetzt nicht das erste Mal, ne? Hatte Fair gerade den Lauf abgebrochen. Das ist eigentlich ein Torwart-Rückpass, oder? Nein, sagt der Torwart. Sagt der Schiri. Okay. Alles klar. Jungens. Bam, Riedel, schön aufgepasst. Fair. Pässchen auf Owusu. F-Safe, was ist denn los, Digga? Frankovic. Stark. Schönes Bällchen auf Owusu. Der muss jetzt nochmal anziehen. Komm! Du bist doch sonst so schnell. Beweg dich. Was ist das? Das ist fair. Der kann keinen Kopfball. Weil er doch ein bisschen zu klauen ist. Vorsicht vor dem Konter. Ne, gibt keinen. Keine Ahnung, das geht alles so schnell gerade. Ah, da ist. Warte. Elf wieder. Ja. Und schon wieder er. Und wenn das jetzt nicht endlich mal eine Karte gibt, ne, dann scheiß ich mich hier voll vor laufender Kamera. Nice. Schönes Ding. Okay. Oh, Owusu. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Keine Ahnung. Oder Owusu, besser gesagt. Sauber! Boah, war der schlecht geschossen. Der war voll die Zeit, guck mal. Geile Sache. Owusu, Alter. Hier. Oh, wie frech. Das ist noch mehr demütigend als ein Heber, ey, ganz ehrlich. Oh, krass. Krasser Scheiß, man. Krasser Scheiß. But, taktisches Foul. Ball weggehauen. Easy going. EZ Live, EZ Game. Ich kann genauso scheiße spielen wie der Computer. Ist gar kein Problem. Genauso dreckig. Hier, zack. Ball. Kopfball. Na, Vorsicht. Hier ist noch gar nichts entschieden. Oh mein Gott! Schön den Torwart hier schützen. Ich habe keinen Bock, schon wieder gegen den Torwart ein Tor zu kassieren hier. Ne. Ja, Mann! Wir geben die Antwort auf die 2-1 Niederlage letzte Woche. Und wir geben die Antwort mit einem 2-1-Sieg. Nice. Schönes Ding. Ob verdient oder nicht, ist jetzt erstmal dahingestellt. Ja, verdient wahrscheinlich eher weniger. Also wenn ich mir die Spielinfo da so anguckt, die Statistik ist das doch sehr glücklicher Sieg. Aber ganz ehrlich, fuck it. I don't give a damn. Ja, wenn ihr Bock habt, wir gucken mal kurz. VfR Aalen 1:1. Das heißt, wir sind jetzt wieder bis auf 2 Punkte ran. Spitzenmäßig. Da freue ich mich doch drüber. Ihr euch hoffentlich auch. Und wenn ihr Bock habt. Ne, wir sind noch bis auf 3 Punkte wieder ran, tatsächlich. Okay. Ja, und wenn ihr Bock habt, dann hören und schreiben und hören wir uns und spielen uns in der nächsten Folge wieder am Morgen um 14 Uhr geht's weiter mit FIFA 18 Karriere. Macht's gut, liebe Freunde. Bis dahin und tschüss.